Man muss sich eben vor dem Trugschluss hüten, dass Trendthemen immer auch positive Effekte in der Geldanlage zeitigen. Das ist nicht so. Die Geldmeisterin. Der Finanzpodcast mit Julia Kistner. Und mit Thomas Stoll, routinierter Finanzjournalist, der unter anderem für Stiftung Warentest im Einsatz ist. ETFs sind kostengünstig und ertragreich. Auch im schlimmsten Fall war man damit in der Vergangenheit spätestens nach 13 Jahren im Plus, wenn man einen weltweit veranlagten ETF wählt, vorausgesetzt bricht. Thomas Stoll, Finanzexperte bei Stiftung Warentest, in dieser Podcast-Folge der Geldmeisterin eine Lanze für die spesengünstigen, börsennotierten Indexfonds. Aber zuvor noch ein Blick auf die politischen Börsen, die bekannterweise kurze Beine haben. Ist das denn die Möglichkeit? Hat jemand von euch vielleicht das Fernsehduell am Donnerstagabend zwischen Donald Trump und Joe Biden gesehen, beziehungsweise am Freitagmorgen nachgesehen oder gehört? Ich bin bei Gott kein Trump-Fan, aber die Performance, die sich Confused Joe teilweise geleistet hat, war schon ein bisschen ein wenig zu viel. We finally beat Medicare. Wahrscheinlich sollte das kein Seitenhieb auf das US-Gesundheitssystem sein, nein, Covid war wohl gemeint. Mann, oh Mann, da gehört eine weltoffene, jüngere Frau schleunigst aus dem Hut gezaubert, obwohl ich Altersdiskriminierung normalerweise gar nicht gutheiße. Es darf meiner Meinung nach auch nicht irgendeine Frau sein. Wer ist nochmal Kamala Harris? Sondern eine, die sich jetzt noch voll in den Wahlkampf wirft. Was haben die Demokraten denn noch zu verlieren? Die USA? Ja, der Weltfriede viel. Jetzt bin ich aber etwas abgedriftet, zurück zur Börse. Wie hat die darauf reagiert? Also wenn man sich den Start anschaut, danach ganz gelassen. Während die Demokraten nach dem Fernsehduell-Desaster die Panik ins Gesicht geschrieben steht, war es für die Börse fast ein Non-Event. Wir erinnern uns, als Trump das erste Mal an die Macht kam, sind die Börsen erst einmal eingekracht, haben sich dann aber wieder sehr, sehr schnell erholt. Was vielleicht für Joe Biden anlagetechnisch spricht, er verspricht weitreichende Steuererleichterungen der breiten Bevölkerung. Er will über 30 Millionen Amerikanern die Studentenkredite erlassen. Das könnte die US-Wirtschaft ankurbeln, allerdings auch die Inflation. Die höhere Verschuldung könnte internationales Vertrauen verspielen. Trump will wiederum 10% auf alle Importe, nicht nur aus China, einführen. Biden hat bis jetzt Europa nicht verbal einbezogen. Doch im Herzen sind beide Kandidaten Gegner des freien Handels. Daher sollte man, so meine persönliche Meinung, bei den großen europäischen globalen Playern schauen, ob sie auch mit Produktionen und Töchterfirmen direkt in den USA gut aufgestellt sind. Noch vor den Amerikanern wählen die Briten, nämlich am 4. Juli, also nächsten Donnerstag, und es zeichnet sich ab, dass die konservativen Tories nach 14 Jahren die Macht abgeben müssen. Der Herausforderer, Jurist und Labour-Chef heißt übrigens Keir Starmer, Mr. Boring, wie die Briten ihn liebevoll nennen. Den Namen wird man sich wohl merken müssen. Eine Annäherung an die EU steht bei ihm schon gar nicht auf dem Programm. Also wenn man auf die gesamte Regierungszeit der Tories allerdings zurückblickt, dann schneiden die Tories laut Berechnungen der Bärenberg-Analysten gar nicht so schlecht ab. Seit ihrer Machtübernahme im zweiten Quartal 2010 sei die britische Wirtschaft insgesamt um 21,5% gewachsen, die Eurozone im gleichen Zeitraum nur um 16,9%. Die Beschäftigung ist seither auf der Insel um 13%, in der Eurozone nur um 11,9% gestiegen. Wäre da nicht der Partycrasher Brexit im Juni 2016 gewesen, der die Verschuldung Großbritanniens auf über 101% des Bruttoinlandsproduktes in die Höhe schnellen ließ? In der Eurozone zum Vergleich liegt die Verschuldung bei 88,6%. Hohe Ausfuhrzölle und eine rigide Migrationspolitik machen britischen Unternehmen, sofern sie nicht ohne dies global produzieren, derzeit schwer zu schaffen.
Auch wenn Keir Starmer der Freund der Gewerkschaften ist und auch die Pro-Brexiteers gütlich stimmen muss und weiterhin, soweit es finanziell geht, auf EU-Konfrontationskurs fährt, könnte sein Einzug in die Downing Street die britische Wirtschaft leicht beleben. Zumindest nicht schwächen, rechnet man bei Berenberg. Und was sagt die Börse? Der Leitindex FTSE 100 legte seit Jahresbeginn 6% zu, das europäische Börsenbarometer Eurostoxx 600 allerdings um über 7%, der amerikanische Leitindex S&P 500 über 16%. Für die Entwicklung des britischen Leitindex Financial Times Stock Exchange sind vor allem Öl- und Minenkonzerne und Banken verantwortlich. Als ersten Akt, wie immer die Wahl ausgehen wird, wird die Bank of England die Zinsen um 0,25% senken. Ist man bei Berenberg überzeugt, denn das hatte sie ja schon vor der Wahl im Juni vor. Also wer sich etwas traut, der kann sich jetzt an den französischen Börsen umschauen. Der französische Leitindex CAC 40 hat im letzten Monat 7% an Wert verloren. Der Ausruf von Neuwahlen durch den französischen Präsidenten Emmanuel Macron nach dem Erdrutschsieg der Rechten bei den EU-Wahlen ist an der Börse nicht gut angekommen. Die französischen Neuwahlen finden an diesem und nächsten Sonntag statt. Der Vormarsch der Rechten verunsichert vor allem das Anleihenpaket schwer. Vor allem bei französischen Banken haben sich die Spreads ausgeweitet. Gegenüber anderen europäischen Instituten müssen sie ihren Gläubigern deutlich höhere Zinsen bieten. Die Unternehmen befürchten generell höhere Steuerbelastungen, denn das französische Haushaltsdefizit liegt derzeit schon bei 5,5% des BIP und damit bereits über dem EU-Ziel von 3%. Die Ausgabenpläne der Nouveau Front Populaire könnten das Defizit noch um 6 Prozentpunkte erhöhen, befürchten die Strategen der Fondsgesellschaft PGIM. Und ein Defizit von 11% sorgt mit Sicherheit für negative Marktreaktionen. Ich sehe das auf Unternehmensebene aber gelassener. Frankreich hat gute Firmen, die auch die Politik nicht kaputt machen können. Ich habe beim französischen Rückversicher Score und dem französischen Energieversorger TotalEnergies zugeschlagen, wobei die Werte in mein Portfolio passen, nicht unbedingt in deines. Denn Rückversicherungsanteil mit Munich Re, meinen, wollte ich ohne dies aufstocken oder mit anderen Werten aus der Branche ergänzen. Und bei Energiewerten bin ich ohne dies derzeit nicht wirklich investiert. Auch müssen Gewinne, die ich in den USA mitgenommen habe, ja reinvestiert werden. Das ist keinesfalls eine Kaufempfehlung, die ich grundsätzlich ja nicht geben darf und kann. Dazu braucht es eine individuelle Beratung durch einen zertifizierten Finanzdienstleister. Sehr wohl eine Kaufempfehlung von mir ist allerdings nach Durchlesen das Sachbuch ETF Booster für Ihre Geldanlage, herausgegeben bei Stiftung Warentest. Warum ETFs ein Booster für deine Geldanlage sein können und wie ein optimales ETF-Portfolio ausschauen könnte, darüber unterhalte ich mich mit dem Autor dieses Praxishandbuchs, Thomas Stoll. Viel Hörvergnügen wünscht Julia Kistner. Mein Name ist Thomas Stoll. Ich bin seit mehr als 3 Jahrzehnten im Finanzjournalismus tätig. Ich habe angefangen bei der Stiftung Warentest und war dann lange beim Wirtschaftsmagazin Kapital, bevor ich über ein Jahrzehnt Chefredakteur für die Kundenpublikation der Sparkassen in Deutschland war. Und Sie haben jetzt ein Buch rausgebracht, das heißt ETFs als Booster für die persönliche Geldanlage. Warum sehen Sie das so? Ja, also ad eins muss man ja sagen, dass immer noch viel zu viel Geld auf Sparbüchern und niedrig verzinsten Sparformen herumgammelt. Das ist zwar besser geworden, aber noch nicht gut. Und im Vergleich zum Sparbuch ist der ETF, wenn er denn ein weltweit Anlegender ist, der zum Beispiel in den MSCI World investiert, durchaus eine Überlegung wert aus Rendite-Risiko-Gesichtspunkten.
könnten. Und das zweite Thema, das wir in dem ETF Booster Buch behandeln, ist eben, wie man ein Investment, das halt zum Teil aus Aktien-ETF und zum Teil auch aus Anleihen-ETF besteht, in einem bestimmten Mischungsverhältnis, wie man da die Rendite auch etwas aufpolstern kann mit Beimischung von speziellen ETFs, ohne eben zu sehr an Risiko zuzulegen. Denn mehr Rendite bei mehr Risiko ist keine Kunst. Man muss dann schon schauen, dass die Renditechancen stärker steigen als die Risiken, die ich mir mit der Beimischung einhandle. Jetzt ist es ein extrem weites Feld, ETF, noch nicht so viel wie klassische gemanagte Fonds gibt, aber es gibt sehr viel ETFs. Wer ist denn der typische Kunde von ETFs und wie viel Geld sollte man denn mindestens einlegen? So, meiner Ansicht nach ist der ETF ein Anlagevehikel, das nahezu für jeden Anleger, für jede Anlegerin geeignet ist. Man kann ja da schon mit sehr kleinem Geld einsteigen, Sparpläne mit sehr geringen monatlichen Sparraten abschließen, also 50 Euro oder weniger. Und es ist aber auch aufgrund der günstigen Kosten und der durchaus guten Renditeaussichten auch ein Vehikel für Menschen, die schon etwas mehr Geld auf der Seite haben, überlegen, sich ihre Anlagen, ihre Portfolios neu auszurichten. Sie haben ja kurz die Gebühren angesprochen. Was sind denn so die Gebühren auch im Vergleich zum klassischen Fonds? Ja, also für einen weltweit anlegenden ETF zahlen Sie 0,2% an jährlicher Gebühr. Im Moment plus minus ein geringfügiger Prozentsatz hoch oder runter. Das hängt, wie gesagt, vom Anbieter ab. Und dann gibt es in aller Regel Kaufkosten. Und da unterscheidet sich natürlich, ob ich das jetzt bei einem Discount-Broker oder Neo-Broker kaufe. Da ist es teilweise dann kostenlos oder für einen Euro zu haben, das Investment. Oder ob ich das dann hier bei meiner lokalen Sparkasse mache, wo ich dann halt vielleicht schon mal 10 oder 20 Euro Gebühren für den Kaufvorgang einzukalkulieren habe. Das ist gut, wenn man das regelmäßig macht, lohnt es sich, einen Sparplan einzurichten, weil die Entgelte für den einzelnen Kauf beim Sparplan natürlich günstiger sind als beim Einzelkauf. Und da muss man wahrscheinlich gerade beim Sparplan auch wieder schauen, was eben die Gebühren sind, weil man die ja dann doch monatlich oder vierteljährlich rein bezahlt. Ja, richtig. Aber die sind generell geringer als beim Einzelkauf und die Unterschiede sind dann auch nicht mehr so groß. Was einem natürlich auch beim ETF nicht erspart wird, man muss sich eine Asset Allocation überlegen. In welche ETFs investiere ich denn genau? Was sind da auch die Kriterien? Ja, ich muss mir die Frage stellen als erstes, wie viel Zeit habe ich eigentlich anzulegen? Das heißt, wie lange kann ich notfalls auf das Geld verzichten? Und wie viel Verlust bin ich bereit, unterwegs zu tolerieren? Also, dass wir jenseits von einem Zeitraum von 10 maximal 13 Jahren auf jeden Fall mit einem ETF in der Vergangenheit im Plus waren, wenn es ein weltweit Anlegender ist. Das ist ja durch die Daten belegt, aber genauso wahr und richtig ist eben, dass ich unterwegs Verluste von mehr als 50% psychisch durchstehen musste. Und das ist nicht jedem gegeben. Und darum muss man sich überlegen, ob man das Risiko etwas abpuffert, beispielsweise indem man ETFs auf europäische Staatsanleihen beimischt. Wenn ich da eine 50-50-Mischung zum Beispiel fahre, dann verringert sich das Risiko natürlich entsprechend. Und ich kann vielleicht etwas ruhiger schlafen, muss dafür aber auch auf etwas Rendite verzichten. Ja, da sind wir eigentlich schon mitten in Ihrem Konzept des 80% Basisanlage und 20% Beimischung. Könnten Sie das vielleicht ein bisschen erläutern? Ja, also wir haben erstmal die primäre Asset Allocation zwischen Aktien und Anleihen, über die haben wir gerade gesprochen. Wenn ich jetzt sage, ich mache zum Beispiel 50-50, dann habe ich 50% des Geldes in einem Anleihen-ETF und 50% des Geldes in Aktien-ETF. Und über diese 50% reden wir jetzt. Die kann ich wiederum aufteilen, wenn ich möchte. Also ich kann das alles in einem ETF drin lassen, aber für die Leute, die dem Ganzen noch einen Kick verpassen wollen, die können natürlich jetzt hergehen und sagen, also ich nehme dann
dann 20% von diesen 50%, also durchgerechnet 10% aufs Portfolio, und die lege ich in einem anderen ETF an, in einer Beimischung. Mhm. Und da gibt es nun ganz, ganz viele Möglichkeiten. Einige lohnen sich aus unserer Sicht in der Rückbetrachtung, andere eher nicht. Und wie wähle ich das genau aus? Also ich weiß jetzt ungefähr vielleicht von meinem Risikoprofil, was ich Aktien, was ich Anleihen nehme, aber dann weiß ich immer noch nicht, welche ETF-Basis ich nehme, zum Beispiel ein MSCI oder ein FTSE, und welche Fondsgesellschaft ich dann auch wähle. Haben Sie da vielleicht ein paar Kriterien bei der ETF-Auswahl? Fondsgröße, Lebensdauer, wo es schon auf dem Markt ist, oder Renditdreieck, oder auf was schaue ich da? Ich sollte sicherlich keinen ganz neuen Fonds von einer kleinen Gesellschaft nehmen, wo noch nicht viel Geld drin ist. Also 3 Jahre sollte der Fonds schon am Markt sein, besser 5. Aber man kann sich die Auswahl auch ganz einfach machen, indem man im Internet unter www.test.de/fonds nachschaut. Das ist die Datenbank, mit der wir auch gearbeitet haben. Und da sind eben Fonds drin, die diese Kriterien erfüllen, und dann kann man schlicht und ergreifend nachschauen, wenn ich jetzt einen ETF auf den MSCI World möchte, da gibt es dann meinetwegen 10 oder 15 zur Auswahl, und da kann ich im Prinzip jeden nehmen, kann die gerne die Spalte mit den Gebühren noch vergleichen, da gibt es Unterschiede, aber keine wirklich großen, und dann kann ich mir noch überlegen, ob ich einen thesaurierenden Fonds haben möchte oder einen ausschüttenden. Der thesaurierende legt die Erträge wieder an, das ist etwas praktischer. Deswegen würde ich eher dazu raten. Und dann bin ich eigentlich mit der Basisanlage im Aktienanteil schon durch. Und dann kann ich eben im nächsten Schritt überlegen, welche Beimischung darf es denn sein. Sie haben immer von einem weit gestreuten ETF sozusagen als Basis gesprochen. Ist es eigentlich auch wichtig, einen eigenen ETF im Emerging Markets zu haben, oder macht mehr nicht mehr froh? Wir haben eine ganze Latte von Beimischungen auch untersucht. Da sind auch die Schwellenländer dabei, die Sie erwähnt haben. Schwellenländer haben jetzt aus unserer Sicht keinen Mehrwert gebracht. Was einen Mehrwert gebracht hat, war zum Beispiel Technologie. Also wenn man einen Technologieindex beigemischt hat, dann konnte man die Rendite noch etwas nach oben fahren. Wenn man in einen nachhaltigen Weltindex investiert hat, dann hat das unterm Strich auch ungefähr einen halben Prozentpunkt gebracht. Und dann gibt es ja noch diese Deal- und Faktor-Investments. Und da gibt es auch 2 oder 3, die einen Nutzen gebracht haben. Also konkret waren das Growth und Momentum und Quality. Ich erkläre vielleicht kurz, was das ist. Growth sind die Wachstumsaktien. Dann nimmt man also den Index, den MSCI World beispielsweise, und filtert dann nochmal die Wachstumsaktien raus. Momentum setzt einfach auf die Gewinner der Vergangenheit, und Quality, da macht man noch einen Qualitätsfilter über den Index drüber, der mit der Analyse der Bilanzen zu tun hat. Und wenn ich dann sowas noch dazu nehme, habe ich dann nicht die Gefahr von Überschneidungen? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel ein MSCI World habe, habe ich ja schon sehr viel Technologie zum Beispiel drinnen. Da haben Sie völlig recht. Also da gibt es immer Überschneidungen. Diese Überschneidungen muss man kennen und man muss sie wollen. Und wenn man sich dessen bewusst ist, ist es auch in Ordnung, wenn man dann bestimmte Werte übergewichtet. Aber wie gesagt, der Einwand ist völlig gerechtfertigt. Das ist dann der Preis, den man bezahlt, wenn man 2 solche Indizes mischt. Da gibt es natürlich Überschneidungen. Was auch spannend ist, dass der Verbraucherschutz hält Themenfonds nicht für so geeignet. Warum eigentlich? Wir haben nicht generell etwas gegen Themenfonds, sondern wir sehen eben, dass am Ende des Tages die Themenfonds nicht den gewünschten Effekt bringen, nämlich mehr Rendite bei weniger Risiko. Also es gibt eine ganze Reihe von Themen, die wir uns auch angeschaut haben, egal ob das jetzt künstliche Intelligenz oder vegane Ernährung oder Cannabis oder. Sie machen immer wieder dieselbe Feststellung.
Aufstellung, diese Themen haben einen Ruf, den sie dann am Ende des Tages doch nicht einlösen. Wie gesagt, es gibt da Ausnahmen. Technologie als Thema, wie wir schon gesagt haben, ist gut gelaufen in der Vergangenheit. Aber man muss sich eben vor dem Trugschluss hüten, dass Trendthemen immer auch positive Effekte in der Geldanlage zeitigen. Das ist nicht so. Ist es eigentlich wichtig zu timen oder geht es für den Privatanleger überhaupt? Ein Timing ist eine ganz schwierige Angelegenheit. Würde ich mal behaupten, kriegen Sie als Privatanleger sowieso nicht hin. Mhm. Und für einen Sparplan ist es von geringer Bedeutung, weil ich ja da sozusagen die positiven Effekte der Marktschwankung durch den Durchschnittskosteneffekt noch mitnehme. Wenn ich einen hohen Einmalbetrag anlege, kann ich darüber nachdenken, diesen nicht auf einmal einzuzahlen, also nicht auf einmal einen Fonds zu kaufen, sondern das vielleicht in 5-6 Tranchen aufzuspalten, um eben den Einstandspreis zu optimieren. Aber Timing spielt bei einer Langfristanlage aus unserer Sicht jetzt nicht die riesengroße Rolle. Wir reden ja über Zeiträume von 10 Jahren plus X und da macht sich das nicht mehr so stark bemerkbar. Wo sind meine Filzpantoffel? Das Schöne an Ihrem Buch sind diese unzähligen Pantoffelportfolios. Könnten Sie vielleicht auf die Schlapfenportfolios, wie wir hier sagen würden, kurz eingehen, was das eigentlich ist? Was ist da das typische Standardportfolio, das man vielleicht auch für den nicht bequemeren Anleger oder ausgewogeneren oder für den etwas dynamischeren Anleger da erwähnen könnte? Also Pantoffelportfolio heißt das Portfolio deswegen, weil es sehr bequem ist. Die Stiftung Warentest wollte 2013, als sie das vorgestellt hat, ein Instrument schaffen für Privatanleger, das für die zu handhaben ist. Und ein Privatanleger setzt sich jetzt nicht jeden Tag vor den Rechner und verfolgt Börsenkurse und schichtet sein Portfolio um. Das machen diejenigen, die Spaß daran haben, aber das ist jetzt nicht die Mehrheit in der Bevölkerung. Und das Portfolio sollte flexibel sein, es sollte die Risikotoleranzen, die es gibt in der Bevölkerung, adäquat widerspiegeln. Und deswegen gibt es erstmal diese Aufteilung zwischen Sicherheitsbaustein und Renditebaustein. Ein Mensch, der keine Marktschwankungen von 25% aushält, der kann eben dann nicht in dieses ausgewogene Portfolio 50-50 investieren, sondern der muss dann halt 25% Risikobaustein und 75% Sicherheitsbaustein nehmen. Das ist das, was in den Anleihen ETFs dann drin ist. Und das Zweite und mindestens genauso Wichtige ist, sie sind in dieser Sparform nicht gefangen. Das heißt, wenn es irgendwann mal einen besseren Fonds, ein besseres Konzept gibt, eine bessere Idee, dann können Sie Ihr Geld einfach nehmen und in dieses bessere Konzept umschichten, weil eben die Einstiegskosten niedrig sind und die Ausstiegskosten ja nicht vorhanden. Es sei denn, die Börse hängt gerade im Keller, dann kann es sein, dass Sie nicht das rauskriegen, was Sie eingezahlt haben, aber Sie sind in dieser Sparform nicht so gefangen, wie Sie das zum Beispiel in einer Lebensversicherung wären. Wenn ich mir denke, ich kaufe mir jetzt einen Anleihen-ETF, ich kann dann, wenn ich merke, okay, die Anleihen-ETFs gehen nicht mehr so gut, da kann ich dann auch kurzfristig dann auch immer aussteigen. Genau, es hat auch schon Phasen gegeben, in denen wir den Anleihen-ETF nicht empfohlen haben, sondern eine Umschichtung in Tages- oder Festgeld, was ja total langweilig ist, aber was eben die Funktion erfüllt, da eine Sicherheit darzustellen. Man darf eins nicht vergessen, auch der Anleihen-ETF hat ja mitunter schon deutliche Verluste erlitten. Und diejenigen, die ganz ängstlich sind, muss man eben auch darüber nachdenken, ob man nicht diesen Anleihen-ETF austauscht gegen eine Sicherheitskomponente, die eben auf Tages- oder Festgeld besteht. Aber das kostet dann eben auch nochmal ein bisschen Rendite. Und wie gesagt, das ist ja das Schöne an diesem Konzept, sie sind flexibel, sie können beide Komponenten umschichten, wie sie das für sinnvoll und notwendig halten. Und dann kann man wahrscheinlich sagen, das ist, ob Fonds oder ETF, je früher man anfängt, desto besser. Also dann auch, wenn man nur geringere Summen hat, oder sollte man schon damit starten? Ja, je eher, desto besser, denn wie gesagt, je länger sie drin sind, desto mehr sinkt ja auch das Risiko, dass sie Verlust machen. Insofern auf jeden Fall eine
Empfehlung, früh reinzugehen, weil es ist eine mittel- bis langfristige Geldanlage und nichts für kurzfristiges Spekulieren. Gut, also wenn man sich mehr über dieses Kartoffelportfolio-Konzept informieren möchte, also einmal kann man natürlich ihr Buch empfehlen, ETF, ein Booster für die persönliche Geldanlage, weil da haben sie ja sehr, sehr viele konkrete Portfolios drin. Ansonsten, wie kann man sich da mehr über dieses System informieren? Ja, es gibt die Möglichkeit, dies auf der Website der Stiftung Warentest zu tun im ersten Schritt, www.test.de/pantoffel. Dann kann man natürlich die Website meines Buchs besuchen, www.etf-booster.de. Und ich würde mich natürlich auch darüber freuen, wenn der eine oder andere sich den Ruck geben würde und das Buch erwerben. Es sind 164 Seiten, die sich lohnen. Und wie gesagt, Bezugsquellen findet man auf der Webseite oder direkt im Shop der Stiftung Warentest. Dann hoffe ich, dass das nicht unser letztes Gespräch geworden ist und spätestens beim nächsten Buch hören wir uns wieder. Alles Gute. Ja, ich danke Ihnen ganz herzlich. Alles Gesagte ist nur die persönliche Meinung von Julia Kistner und daher keine Anlageempfehlung und keine Rechts- und Steuerberatung. Für Verluste, die aufgrund von getroffenen Aussagen entstehen, übernimmt die Autorin Julia Kistner keine Haftung.